Ich wollte es nach dem Abitur schon machen und dann hieß es erstmal, bist du verrückt? Also das wird nichts, also kriegst keine Lehrstelle und wenn du eine Lehrstelle kriegst, dann kriegst du danach keinen Job. Dann habe ich erstmal eine Schreinerlehre gemacht im Odenwald. Und dann habe ich während einer Ausstellung in Mannheim im Rijksmuseum die Petra Thomas kennengelernt, die in Speyer Hutmacherin war. Ich weiß nicht, ob sie noch ist. Und habe sie gefragt, ob sie ausbildet und dann hat sie gesagt, ja. Und dann habe ich die Ausbildung gemacht. Ich habe ja nicht hier im Laden angefangen, sondern war erst 5 Jahre in Ober-Ramstadt in der Goldenen Nudel. Da war ich einigermaßen versteckt und auch ganz viel in anderen Städten auf Märkten und Messen unterwegs, habe viel mit anderen Läden gearbeitet, das mache ich heute gar nicht mehr und konnte mich so hier ganz gut einfinden. Der Aspekt meiner Arbeit ist auch künstlerisch, aber gleichzeitig sehe ich das Spannungsfeld zwischen Kunst und Forschung und Handwerk. Also tatsächlich wurde ja auch sowas erfunden und entwickelt über Jahre. Also so alt ist diese Form noch gar nicht. Und mein Antrieb ist, mit meinen handwerklichen Fähigkeiten und meiner Fantasie rauszubekommen, was ein Hut noch kann. Und wir sind irgendwo in den letzten 100 Jahren stehen geblieben bei der Hut ist Dekoration. Nichts verändert den Menschen so schnell wie ein Hut und eine Brille und und die Frisur, aber der Hut ist eigentlich maßgeblich. Also du änderst deine Rolle, deinen Charakter und das rauszubekommen, wer da vor mir steht, was er sein möchte, was er ist, wo seine Grenzen sind, was er zulassen wird an Veränderung, das ist die Aufgabe oder das, was man auch können muss. Also auf jeden Fall habe ich das Glück gefunden und ich pflege es auch. Ich finde, es ist wie eine gute Ehe, die man einfach über die Jahre trägt und arbeitet, dran arbeitet und pflegt und immer wieder erneuert. Also es ist ein Traum, aber es ist auch Arbeit.